Heia! Hol! Ha! Alter. So ein Dreier-Kombi ist schon geil. Wo bist du, Bruder? Da hinten. Inventar ist voll. Das Inventar von dir ist voll, was? Geh mal das Inventar von dir. Drück mal I. I? Und dann drückt er oben auf Defragmentation rechts. Wenn hier so ein Symbol ist, dann steckst du halt die Sachen zusammen und dann hast du wieder Platz im Inventar. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Meister Brovusch. Ich kenne die Entwickler. Ach so. So persönlich. Das ist wie bei Jackbox, ich kenne die Entwickler. Stimmt. Ja, der Arisen for life. So, also. Oh mein Gott. Ich hab Saft bekommen. Nee, ich habe keinen Saft bekommen. Jetzt habe ich Saft bekommen. Saft. Hier ist ein Saft. Was ist das denn? Ein Saftklumpen? Ja, hier ist ein Saftklumpen. Töten wir alles, was hier ist und übernehmen alles. Nice. So. Die Milben hier, die sind übel aggressiv. Oh nein, hab dich gerade getötet. Hast du mich gekillt? Du hast gesagt, töten wir alles. Ach so, war auch blöd von mir. Hättest du spezifizieren müssen. Alter, jetzt. Alter, die Milbe. Stirb, Milbe. Mutation entdeckt bei dir, was? Was? Verlässlicher Freund? Wie, du hast eine Mutation entdeckt? Thanks for saving me. Wie, also, Freundschaft ist eine Mutation? Ja, ja. Alles klar. Ich mutiere ständig. Kannst du das Ding abholzen? Ich hab leider keinen Hammer dabei. Ich hab einen Hammer dabei, ja. Ich hab kurz den Hammer gegessen. Das ist okay. Das ist... Moment, wo ist mein Hammer? Hier ist der Hammer. Klack. Hammer. Ah! Ah! Sehr gut, sehr gut. Ah! Bringt das was? Ja! Yo! Saft! Saft, Saft, Saft! Noch mehr Saft, Saft! Viel Saft! Vielsafttrank! Das ist ja richtig geil! Hey, das ist ja mega geil! Achso, hast du gerade welche aufgenommen? Okay. Hier oben gibt's Splitter. Alter, wie geil! Schau mal, höheren Rang ist. Was? Wo bist du? Wo bist du? Immer noch da, wo vorher ist. Willow? Achso, nee, das bist du. Ich heiße Willow. Okay. Ich dachte ganz kurz. Okay, das ist ein riesiger Baumstamm. Den kriege ich wahrscheinlich nicht mit einer kleinen Axt abgeholzt. Aber hier auf dem Stamm ist noch mehr Saft. Ist wahrscheinlich einfach Baumsaft. Ein sehr saftiger Baum. Baumsaft, der Pirat. Oh, das ist wie so eine Autobahn eigentlich. Weißt du, kann man sich hier so super schnell fortbewegen. Muss nicht irgendwie durchs Gras und an Gefahren vorbei. Es ist so ein bisschen so eine Autobahn. Wenn wir irgendwann die Leiter haben, und ich bin mir sehr sicher, dass es die Leiter geben wird, holen wir uns einfach die Leiter und pflanzen sie da oben drauf, sodass wir schneller da drauf kommen. Das wäre extrem geil. Sehr gerne. Ich bin auch total für Leitern. Ich dachte, du findest die... Das ist ein Gerücht? Wenn es die gibt, ist es gut. Wenn es ein Gerücht ist, ist es doof. Rovusch, komm schnell her. Wieso? Was ist das? Komm schnell her. Warte. Achso, oh Gott, eine Milbe. Moment, ich komm gleich. Na! Was? Digga, die Milbe macht mich fertig. So. Es tut mir leid, das sah super geil aus bei dir und ich hätte es auch gerne gezeigt. Egal. Ich hätte super gerne gezeigt, aber merk dir, wo es ist. Ich merk mir, wo es ist. Okay. Ich kill alles auf dem Weg zu dir und komm dann zu... Oh shit, wie bist du auf den Baumstamm gekommen? Genau da, einfach springen. Oh, sehr gut, genau, und jetzt. Fersengeld. Wo bist du? Ich komme. Du kommst von da. Ja, genau, Bruder. Oh, warte, da ist noch ein bisschen Honig. Das gibt's doch nicht, Mann. Warte, da ist Honig. So, okay. Okay. Wenn ich jetzt runtergefallen wäre, ich hätte es mir nicht verziehen. Das ist aber eine Nahtoderfahrung, total. Bruder, ich will noch ganz kurz hier den Löwenzahn abernten und dann können wir sehr gerne losgehen. Wie cool. Kannst du das Löwenzahn abernten? Glaubst du, das hier ist ein Eichenbaum? Ein Eichenbaum? Keine Ahnung. An dem man Eicheln bekommt? Ach so. Aber du kannst das hier, ob das ein Eichelbaum ist? Ich bin mal hier gerade ganz oben hingegangen, um zu gucken, ob hier ganz oben irgendwas Interessantes ist. Nein, außer extremer Höhenangst ist hier oben nichts. Ah, okay. Aber hier ist noch so ein, Saftklumpen. Hier ist ein Vollsuff. Okay, kommst du, Bruder? Jo. Oder soll ich den Saft einsammeln? Nee, ich komme. Also, kannst du auch machen, aber... Ich habe nicht so viel Platz im Inventar. So. Geil.
Pollen? Ich hab zu viel im Inventar. Mein Inventar ist auch voll. Aber warum Pollen? Ich will Pollen. Ich werf so ein Grasbüschel weg und hol Pollen dafür. Ja, sehr gerne. Wo hast du Pollen her? Hier. Wo? Die liegen hier so rum. Hier liegen auch ein da bisschen Pollen. Da liegen auch wirklich Pollen. Oh mein Gott. Ja, ich hab keinen Platz im Inventar. Kannst du es nehmen? Ich nehme allen Pollen mit. Du bist sowieso Allergiker. Ich bin ja wirklich allergisch gegen Pollen. Das ist ja so cool. Es ist nur verantwortungsvoll, wenn ich das tue. Das ist super ehrenhaft. Kein Problem. Hast du irgendwelche Allergien? Tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe keine Allergien, aber ich habe auch noch nie einen Allergietest gemacht. Du hast noch nie einen Allergietest gemacht? Nein. Kam bei mir tatsächlich noch nie zur Sprache. Das war auch gefährlich. Wenn du nicht weißt, ob du so, keine Ahnung, jetzt gegen... Weißt du nicht, dass du irgendwas allergisch bist und dann isst du mal einen Kuchen damit und stirbst einfach, weißt du? Ich hab schon alles gegessen. Na, dann ist ja alles gut. Dann hast du ja alles ausprobiert. Das ist alles learning by doing. Ah, gut. Wenn ich irgendwann umkipp, uff. Wo bist du? Hier bin ich. Hier ist es, ich hab's wieder gefunden. Ich find die... Oh, da ist, weißt du. Ich komm. Das ist so cool, das ist so cool. Ach, really? Those mics are so annoying. Aber warum knabbert das an dem Kabel? Und können wir damit was tun? Können wir das Kabel reparieren für irgendwas? Das ist doch nicht normal. Nein. Seit wann hat man Probleme damit? Nee, oder, also wenn man Kabel ausliegen hat, dass dann Milben kommen. und dann das Ding wegfressen. Das habe ich noch nie gesehen. Also ich bin ja tot, ne? Also verschiedene Marder zum Beispiel machen das ja ganz gerne. Marder aber, machen das, das kennt man auch. Aber Milben, das habe ich auch nicht gewusst. Oder wahrscheinlich ist es auch nicht so. Ich weiß es nicht. No bite. So. Alter. Ich muss unbedingt zurück. Mein Inventar ist so voll. Ich habe gefühlt alles in meinen Taschen. Den gesamten Garten, alles ist bei mir in den Taschen. Oder? Ja, bitte? Ich bin gerade in der Höhle. Oh nein. Nicht ernsthaft. Ich glaube, Betrug entdeckt. Ich hab auch so sau wenig KP. Nee. Da gehen wir auch irgendwann hin, wenn wir eine Fackel haben. Und bessere Ausrüstung. Ja. Das geht ja gar aber nicht. Aber es gibt doch so viel. Es gibt viel zu entdecken. Alter, da hängen wir noch 3 Jahre dran an dem Projekt. Ey, ich weiß nicht, bei welcher Alter. Folge wir jetzt mittlerweile sind, aber wir sind gefühlt noch so am Anfang. 7 oder 8 oder so, keine Ahnung. Wir können die Folgen auch einfach 30 Minuten machen. Weil, Also, wie gesagt. Man hängt da so ewig dran. Ja. Aber wir sind hier jetzt gerade, also ich bin hier gerade wieder an unserem Anfangsstartgebiet. Es fühlt sich irgendwie auch ein bisschen heimelig an. Komm mit, mein kleiner 1KP-Bruder. Ist schon krass, ne? Ich komm zu dir. Komm, Wurzel. Fahrstuhlwurzel. Alter! Ah! Ich hau mich ins Bett. Du haust dich ins Bett. Weißt du was? Wir alle gehen doch eh immer zuerst in diese Richtung hier. Komm, ich mach das Zelt mal dahin. Ja, finde ich eine gute Sache. Ich mach das Zelt mal dahin, Alter. Sehr gute Sache. Ich bin noch zu wach. Okay, alles klar. Dass man das mal sagt. Ey, nee, ich bin noch viel zu wach. So, ich brate hier mal ein bisschen was wir gefunden haben. Ich hab nämlich ein paar Läuse. 2 Stück. Okay. Können wir mal abbraten? Ich hab. Aber okay. Passen nur 3 Stück hin. Ich hab da rohes Rüsselkäferfleisch gemacht. Alter, das sieht so gut aus. Das sieht echt mega gut aus. Alter, nee. Aber wie kann ich jetzt meinen ganzen Stuff hier lagern? Ich hab hier unglaublich viel im Inventar. So eine Lagertruhe wäre echt saugeil. Gibt es denn sowas? Er lässt doch nicht immer die Tür auf! Achso, das bin ich. Ist egal, ich baue sie ab, wir sind quitt. Okay. Gibt's denn hier irgendwas zum Lagern? Das wäre extrem geil. Provosch, ich würde sie runternehmen, ne? Oh. Schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Aber die beiden hier, ne? Oder? Sind die gut? Läusebraten, doch. Inventar voll. Ja, doch. Komm, bevor sie verbrennen. Komm schon, Provosch. Komm schon, Provosch. So.
Nice, das gibt ja extrem viel dabei. So eingebratenes Teil, mega gut. Ja. Ich brate das auch nochmal, ich brate noch das andere ab. Und kurz mal überlegen, wo ist das denn hin? Ach, hier! Alter, meine KP ging richtig hoch. Sehr geil. Und meine Nahrung, Alter. Das ist ja auch, gutes. Wahrscheinlich sollte man sich immer, auch wenn man fightet, sich immer solche Sachen mitnehmen. Ja, wahrscheinlich. Solche Heiltränke. Also das sind natürlich die normalen MMORPG und RPG Basics, ganz klar. Aber das ist alles nicht so ersichtlich, wenn die Welt nur ein paar Meter groß ist. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich anders. Das verändert schon ein bisschen die Wahrnehmung. Bruder, was denn? Ich hab's gefunden. Was hast du gefunden? Hey, guck mal. Was denn? Ein Vorratskorb hast du gefunden. So, wo stellen wir die Vorratskörbe hin? Da wo das Zelt gestanden hat. Da geht niemand hin. Oh, sehr, sehr geil. Oder hier. Genau. Zack. Ich baue mal ein paar, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh, wie viel gehen denn so rein in so Vorratskörbe? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich mach mal ganz kurz hier das grobe Seil. Stell dich mal her. Grobe Seil. Ah. Umstellen, einlagern, wiederverwerten. Kann man da... Ah, schade. Kann man die nicht benennen? Was benennen? Ach so. Das wäre ultra cool, wenn man die benennen könnte. Ja, das ist richtig. Das ist wahr. Man kann sie benennen. Wie? Klick mal einen an mit Öffnen. Öffnen? Und dann ganz oben rechts steht Vorratskorb. Ja, das heißt, das können wir ändern. Dann können wir zum Beispiel, weil wir brauchen wahrscheinlich komplett eins für diese komischen Pflanzenfasern. Okay. Dann wird das erste Pflanzenfasern sein. Natürlich Pflanzenfasern. Okay. Und da können wir jetzt alle Pflanzenfasern rein. Oh, das steht sogar jetzt so cool dabei. Ach, das ist cool. Das ist echt saunice. Kann man vielleicht mit einem Klick alles reinmachen? Ja, mit W. Nee, das war falsch. Digga, hör auf, die Dinger zu schlagen. So, E ist öffnen. Und wie kann ich das einlagern? Es gibt Stapel alles. Ablegen. Ja, genau, R. Ach, ich muss so aus... Ach, du Heiliger. Oder kannst du drauf klicken? Ja, auch. Aber das ist ja auch irgendwie komisch. Ich mach's am besten so, okay, glaube ich. So, Pflanzenfasern. Ich habe meine abgelegt. So. Dann also, mache ich... Das da sind die Sprösslinge am besten. Mhm. Ich stelle mal noch ein paar dieser... Also das Kabel weg. Ich habe noch ein paar dieser groben Seildinger her. Oh. Herstellen. So, jetzt baue ich noch alle aus. Jetzt brauchen wir noch Kleeblätter, aber dann haben wir im Endeffekt die Körbe hier. So. Pflanzenfasern und Sprösslinge, wie das da oben drüber steht, ist ja geil. Es ist echt mega cool. Hä, das ist ja mega cool gemacht. Glaubst du, dass wir so viele Sprösslinge haben? Also, ich hab's gemacht, weil ich so viele Sprösslinge habe. Ah. Ich habe 6 Stapel Sprösslinge, also. Alles klar. Dann mach ich das hier zu Nadeln, weil da habe ich auch so viele. Oh. Das nächste können wir dann mit irgendwie Gegnererzeugnissen. Oh, das ist gut, so like. Trophäen. Trophäen. Das ist cool. Wir brauchen aber noch einen Kleeblatt. Ich hol schnell ein Kleeblatt. Du verdurstest, Bruder. Oh, stimmt. Ich such dir Wasser. Komm schon. Da oben. Nee, das ist eine Kamera. Ich bin blöd. Was, da ist Wasser? Jetzt sei nicht so aufgeregt, weil da Wasser ist. Und du hast das Ding fertig gebaut. Voll cool. Oh, die Pflanzenleuchte. Ja, die Pflanzenleuchte, da habe ich meinen Saft dazugegeben. Das ist merkwürdig. Alles klar, ich finde gerade keins. Ich muss dreckiges Wasser nehmen. Ey, sobald wir die ersten Maden finden, die werden so ausgenommen. Total. Wir brauchen erstmal Eicheln für die Schaufeln. Ja. Aber dann können wir Maden machen. Also dann können wir Maden finden. Wo finden wir einen Eichelbaum? Das ist, glaube ich, die höchste Priorität. Wo finden wir einen krassen Eichelbaum? Oder müssen wir Eichhörnchen finden und die haben dann Eichelbäume vergraben?
Alter, wenn Spinnen schon so groß sind, wie groß sind denn dann Eichhörnchen? Ja, wahrscheinlich so kleine Giganten, ne? So. Das sind die Riesen hier. Ich glaube, das sind die größten Tiere im ganzen Tierkönigreich. Ja, ja. Definitiv. Eichhörnchen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in irgendeine Richtung. Mhm. Ah! Das ist wieder Geister, Steve.